So, sehr schön. Vielleicht habe ich dann später noch mal ein Feld, aber ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass ich noch irgendwie ein Feld habe. Vielleicht kommt die 20 noch mal zum Einsatz, dass wir die 20 noch mal machen, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering. Bernie will jetzt auf jeden Fall noch mal ein. Der Bührer steckt fest. Okay, dann können wir den mal. Dann werde ich den gleich mal umsetzen, dass der nicht geradeaus fährt, sondern hier entlang. Dann kann er, kriege ich ja einen kleinen Vorsprung. So, wo ist Ernie? Ernie, Ernie, Ernie? Da ist Ernie. Dann kriege ich Ernie gleich mal die Saatgutmaschine. Den Saatgutstreuer. Und dann kann er hier mal Saatgut drauf verteilen. Ich weiß, das ist jetzt mega übertrieben, ihm so einen kleinen Saatgutstreuer ranzuhängen und ihn damit übers Feld zu schicken, aber I give a fuck. So, da drüben ist auch meist kräftig. Schon eine geile Karte. Also, ich habe es auch schon über die Old Streams Map gesagt. Ich weiß gar nicht, ob da die Folge schon raus ist oder nicht, aber oder ich werde es noch sagen, aber ich habe ja da die Aufnahme auch gemacht jetzt gestern quasi. Und die Old Streams Map. Und es sind schon sehr, sehr geile Karten. Es fällt mir schon so ein bisschen. Ich verlasse beide Karten mit einem lachenden und weinenden Auge. Ne? Das Lachende sagt, juhu, es gibt endlich LS17, juhu, wir haben endlich neue Geräte, juhu, wir haben endlich neues Design und so weiter und so fort. Und das weinende Auge sagt, schön war es hier und ich würde auch gerne noch ein bisschen bleiben, aber ich muss jetzt leider gehen. So wie wenn man einen neuen Job anfängt, obwohl man gar nicht, also obwohl man ne, man hatte einen coolen Job, aber hat noch einen cooleren angeboten gekriegt. Wisst ihr, solche Geschichten zum Beispiel. Da geht man ja auch mit einem lachenden und weinenden Auge. Ne? So von wegen, ja, es war schon cool in der einen Firma, aber in einer anderen Firma wird es noch cooler. Und ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Oder wenn man die Schule zum Beispiel wechselt, ne? Und wirklich eine, seien wir mal realistisch und sagen, ja, man hatte echt eine geile Grundschulzeit, weil super geile Freunde und so. Und dann geht man auf einmal auf die weiterführende Schule und trennt sich halt von einigen Freunden. Und dann sagt man sich auch so, ja, okay, es wartet jetzt was Neues, Spannendes auf mich. Aber irgendwie fand ich es auch an dem ersten Ort geil. Oder ich muss ganz ehrlich sagen, was mich halt auch sehr bewegt hat, war der Wechsel von der Bundeswehrzeit ins Zivile wieder. Ne? Die Bundeswehrzeit war geil, es hat super viel Spaß gemacht. Aber ich habe es auch genossen und habe mich auch richtig darauf gefreut, wieder ins Zivile übergehen zu können. Beziehungsweise auch vom Süden wieder in den Norden. Ne? Ich war ja zuletzt in Süddeutschland stationiert. Deswegen war das schon sehr, sehr nice. So, was hast du jetzt für ein Problem? Ist das von euch? Achso, du stehst da. Okay, das ist in Ordnung. Da darfst du stehen. Ja, und so ist es auch ein bisschen mit der Karte, ne? Beziehungsweise insgesamt mit LS15. LS15 hat mich jetzt echt lange begleitet. Ganz konkret und ganz krass muss man ja sagen, seit November letzten Jahres sehr, sehr stark, ne? Auch durch das Stream, aber vorher ja auch schon, weil ich auch vorher schon auf die LS Extrem habe ich hier damals im Livestream nicht neu angefangen, sondern es war ein Spielstand, ein Speicherstand, den ich schon hatte. Und als es damals so richtig losging, mit dem Stream bei mir, da hatte ich ja schon einige Felder komplett befreit von den ganzen Bäumen und alles, ne? Da war ja schon sehr, sehr viel vorgearbeitet. Das hier sieht sehr cool aus, ne? Will ich mal kurz hier ranfahren und die Rüben abwerfen. Sehr, sehr nice. Ach, der Düngerstreuer ist ja beim Gartencenter. Müssen wir mal kurz zum Gartencenter rüberheizen. Die. Miau. Die ist gesehen, wie ich haarscharf an dem Leitpfosten vorbeigefahren bin. Haarscharf. Ah, cool. Es gab früher mal einen Streamer, wo ich mit LS15 angefangen habe, Ende 2014. Der hat auch auf der Two Rivers gespielt. Und der hat, ich weiß gar nicht, ob er es gemacht hat, aber wir hatten mal über so eine Idee spekuliert. Also er als Streamer, wir als Chat.
dass er einen Stream machen wollte, wo er dann halt immer kurze trinkt. Und er wollte dann immer dann, ich glaube, es war sogar, sollte dann der Silvester-Stream sein, weil er eh nichts vorhatte an Silvester oder so. Und immer wenn er, also die Schlussidee, die dann dabei rausgekommen ist, sollte sein, immer wenn er einen Leitpfosten mitnimmt, und er hat viele Leitpfosten immer mitgenommen bei seinen Streams, dann müsste er einen kurzen trinken. Das war eigentlich eine ziemlich witzige Idee, obwohl ich momentan natürlich absolut das nicht mehr befürworte, aber damals, Ende 2014, fand ich das halt auch noch witzig, ne? Mittlerweile würde ich das überhaupt nicht mehr befürworten, aber damals war es schon so eine Joke-Geschichte, wo ich sage, ja, witzige Idee, kann man mal machen. Ich selber würde es nicht machen, weil ich absolut keinen Alkohol trinke. Ich habe mich davon komplett entsagt. Ja, bin auch ganz, ganz zufrieden damit. So, oh, war zu schnell. Immer noch zu schnell. So. Wie weit sind wir eigentlich? Ach, Stunde 12 erst. Ich habe gerade überlegt, wie weit wir schon sind, ob ich mich jetzt langsam mal abkapseln müsste oder so, aber nö. Habe ich eigentlich? Ja, habe ich. Ich habe gerade überlegt, ob ich die Minecraft-Folge schon zum Upload reingeworfen habe oder ob ich das vergessen hätte. Das vergessen hätte. Oh, oh. Das war auch krass, als ich das gerade eben reingeworfen habe. Das ist jetzt ja die Stunde-Folge, die am Sonntag rausgekommen ist. Oder die Folge, die eine Stunde lang ist. So, besser. Als ich die zum Upload reingeworfen habe, hat Dings erstmal, YouTube erstmal zu mir gesagt, jo, 3 Stunden. Ich so, what? 3 Stunden? Lol. Ich wollte heute noch streamen. Ja, mal gucken. Weil aufnehmen werde ich so 2,5 Stunden. Ich wollte vor dem Stream auf jeden Fall das hier noch schneiden und duschen gehen. Also müsste das eigentlich alles passen. Aber dann ist meine Internetleitung, CPU, Rechner, ist... Wochenende ist echt immer viel los für mein ganzes Gelöt hier, ey. Das ist echt... Die haben immer echt gut zu tun. Ich bin froh, dass ich mittlerweile meinen Stromabschlag erhöht habe. Ich glaube, mit dem Stromabschlag vorher würden wir, glaube ich, nachzahlen müssen. Oh, wo ich das gerade sehe, ich habe hier die Karte, die Ablesekarte schon liegen. Muss ich auch nochmal ausfüllen dieses Wochenende. Aber ich glaube, ich darf ein bisschen nachzahlen. Ich glaube, ich darf ein bisschen nachzahlen. Weil ich einfach viel zu spät den Abschlag erhöht habe. Feld 19, ne? Feld 19. 26 Meter. Dann machen wir auf 24 runter, ne? Das ist aber auch ein bisschen übertrieben. Da reicht einer. So. Am ersten. Viel Spaß. Wo ist denn der erste? Falsches Gerät für diesen Monat, hast du recht. Hat er recht. So. Rüben. Die Rübenabtransportiererei ist im vollen Gange. Cool, das geht richtig gut voran hier, ne? Gefällt mir richtig gut. Ah, guck mal, was hier passiert ist. Hier ist nämlich noch gar nichts passiert. Lol. Wieso hat er nicht gemeldet, dass er feststeckt? Wieso hat er nicht gemeldet, dass er feststeckt? Ach, weil er eine Überführung war, ne? Ah. Da war das, glaube ich, irgendwo. Da waren sie wieder, die 3 Probleme. Wir machen hier Gerste drauf, ne? Ja, ist, glaube ich, in Ordnung. Sehr schön. Das sieht gut aus. Ja, Raps ist noch nicht fertig. Das wird wahrscheinlich erst zum Schluss kommen. Immer da den Berg hochfahren ist natürlich auch so ein bisschen mad, ne, von mir. Das hätten wir auch ein bisschen besser einstellen können. Kann das sein? Naja, so ein bisschen vielleicht. Dass die Überschneidung sehr stark ist. Aber okay. Los, zieh! Zieh! Junge, zieh! Hey, warum hat die eigentlich kein Allesrad an? Allrad mal aktivieren bei allen, die
bei den ganzen Abfahrern hier. Das ist ja dumm. Zack. Mal Allrad an. Haben wir noch irgendjemand hier rumstehen, der kein... Noch irgendjemand ohne Fahrschein sozusagen? Ah, du bist auch einer von den Abfahrern. Das heißt, du kriegst auch mal Allrad an. Na, werdet ihr euch jetzt... Ja, sauberst. Das habt ihr gut gemacht. Super Bursche. Super Bursche. So, du bleibst stehen. Genau, du bleibst stehen, weil hier ist ja jemand in deiner Kollision. Und den Anhänger, da fährst du einfach mal rein in den Anhänger. Macht der einfach so. Macht der einfach so. Ich komme echt nicht weg, ne? Lol. Hörst du doch mal auf jetzt. So, jetzt kannst du fahren. Fährt er einfach in den Anhänger rein, ey. Naja. Ersten nein, aktuell nein, nächsten Jahr. Oh, nächster ist jetzt natürlich... Ja, nee, nächster ist scheiße, weil jetzt wollte er nämlich zum Feld zurückfahren. Und da muss er sich ja nochmal den Berg hochquälen. Das ist ja auch doof. Das heißt, wir fahren hier und tschüss. So, hast du Allrad? Nee, du hast auch kein Allrad an. Mach mal Allrad an. Alles Rad an. Oh. Oh. Wieso ist denn das so eng? Merkwürdig. So. Du bist da kräftig dabei, okay. Bin halt am überlegen, ob ich... Also Holz müsste ich eigentlich auch aufladen noch, ne? Ach komm, wir schnappen uns... Jan und laden Holz auf. Das machen wir jetzt. Bisschen Holz aufladen. Kann ja auch nicht schaden. Und es muss ja auch weg. Wir können ja nicht das ganze Holz da liegen lassen. Das vergammelt ja. Das ist gute Holz. Der Anhänger müsste eigentlich da sein. Soweit ich weiß. Gewicht vorne brauche ich eigentlich nicht. Das müsste alles so klappen. Zack. Hier, die Kartoffelwaschanlage ist eigentlich auch soweit. I.O. Da dürfte eigentlich auch nichts los sein. Ne, wir fahren mal rüber, Holz aufladen. Der kann noch stehen bleiben, der Anhänger, der stört da keinen. Naja, die Kaviar braucht noch. Die braucht noch. In der Zeit habe ich bestimmt das Holz aufgeladen. Easy. Wir haben halt auch noch zwei Feldrand-Container stehen beim Bahnhof rum. Ne? Dafür müssen wir uns noch so ein IT-Runner-Gedöns kaufen. Beziehungsweise ausleihen. Ausleihen, damit wir das dann verladen können und so. Hm. So, kommen wir da vorne voran. Ich werde da mal vorbeiziehen. Wir können natürlich auch nochmal Hackschnitzel machen, ne? Aber das ist, glaube ich, ne. Jetzt noch einen Jens wieder kaufen, da habe ich keinen Bock drauf. Oder Jens ausleihen oder so. Hm, muss nicht sein. Guten Tag. Ich hätte nicht gedacht, dass hier Gegenverkehr kommt, deswegen habe ich eigentlich vor der Kurve geholt. Aber wenn mir da tatsächlich in der Kurve jemand entgegengekommen wäre, ups, das wäre ja nicht so witzig gewesen. Ja, aber cool, läuft alles, ne? Sind zwei volle Abfahrer gerade unterwegs mit Zuckerrüben. Der Roder ist noch nicht ganz wieder voll. Der Igor steckt schon wieder irgendwo fest. Müssen wir gleich mal gucken. Ich mach das jetzt lieber sofort. Bevor wir das da irgendwie zu sehr staut, weil... Achso, der steht hier. Okay. Ja, dann ist ja alles gut. Dann ist ja alles gut. Ist frei? Ja, ist frei. So ein bisschen jetzt gleich mit dem Kran rumspielen. Oh, schön. Oh, da wollte ich... Ihr müsst ja mal denken, jetzt wo ich das aufnehme hier, ist Samstag, ne? Und ich habe heute Morgen gestreamt, ne? Auf der Stappenbach. Und da dachte ich mir schön so, ja geil, machst du Holz. Machst du dadurch dein Startkapital und so. Aber hier, ne. Musst du, für Stappenbach musst du alles kaufen. Musst du selbst das Sägewerk kaufen, damit du dein Holz verkaufen kannst. Voll übertrieben, meiner Meinung nach. Völlig übertrieben, meiner Meinung nach. Aber okay. Es gibt einige, die gerne so spielen wollen. Ich werde morgen auch noch, also ne, am Sonntag werde ich auch nochmal auf der Stappenbach spielen. Es ist eine coole Map. Ne? Aber ob ich denn nochmal irgendwann da drauf spielen wollen würde, jetzt gerade im LS17 oder so, weiß ich nicht. Oder vielleicht doch, weil sie halt so sehr realistisch ist, weil man sich halt alles kaufen muss und so, ne?
Vielleicht wäre das auch eine ideale Map für ein Let's Play, also für hier auf YouTube, weil da doch so ein bisschen mehr zu tun ist, ne? Ich weiß es nicht. Ich werde mal den Scorpion King erstmal hier aus dem Weg nehmen. Da steht eine Stumpenfräse, die haben wir auch nie benutzt. Die habe ich damals gekauft. Und dann habe ich ja das Map-Update gemacht. Und dann wusste ich ja nicht mehr die Stumpenfräsen, weil durch das Map-Update waren ja alle Bäume wieder da. Weil ich das beim Map-Update nicht hingekriegt habe. Oder auch Timmy, der mir damals dabei geholfen hat. Wusste ja nicht, wie man das denn einstellt, dass die Bäume halt wegbleiben. Naja, deswegen ist der ganze Wald ja wieder gewachsen hier. Ist der ganze Wald wieder da. Sehr schön. Naja, so ist das halt. Ne? Haben wir wenigstens, wie kann man sagen dazu? Nachhaltige Forstwirtschaft betrieben. Ne? Die ganzen Bäume sind wieder da. Zack. Sehr schön. Oh, cool. Das habe ich echt schon lange nicht mehr gemacht. So ein bisschen Holz aufladen. Ach doch, letzte Woche bei... Letzte Woche oder vorletzte Woche? Ich glaube vorletzte Woche, ne? Auf der Old Streams Map? Ich weiß es gar nicht. Also wenn ihr das letzte Woche gesehen habt, dann habe ich es ja vorletzte Woche gemacht. Ich glaube, ich habe Gras gemacht, das ein. Oder ich, das war, glaube ich, bei der Folge, wo ich auch Gras gemacht habe, ne? Habe ich auch ein bisschen Holz gemacht? Nee, gar nicht wahr. Das war vorher. Da hatte ich nämlich auch noch den Bührer ausgeliehen gehabt. Den Igor 2.0 quasi. Ah, die Old Streams. Die Old Streams ist echt eine schöne Map. Zack. So. Aber ich bedenke, wenn ich hier so am Holzaufladen bin, dann fällt mir immer die Folge ein, wo ich Kommentare kommentiert habe. Das war auch sehr, sehr nice. Das war echt eine coole Folge. Sowas könnte ich auch mal für LS17 mal wieder in Fokus nehmen. Als so eine Kommentare kommentiert Folge. Oder ich mache das tatsächlich mal so eine reine Kommentare kommentier Folge. Also, dass ich irgendwann mal sage, okay, haut mir jetzt in der Woche von bis unter alle möglichen Videos irgendwelche Kommentare und die werde ich dann am Wochenende mal zusammenschneiden und kommentieren. Ne? Halt so, wie das andere halt auch machen. Weil es halt auch ziemlich nice ist. Und das dann halt nicht im Spiel mitverarbeiten, sondern halt extra aufnehmen dafür. Vielleicht dann auch nur Webcam und dann die Kommentare direkt raussuchen oder so. Ich bin mir gar nicht so sicher. Beziehungsweise das muss ich vorbereiten und so. Ah, das wird, glaube ich, ganz nice. Das werden wir, glaube ich, dann nochmal machen, wenn der 17er draußen ist. Ich werde ja auch, durch den 17er werde ich auch erstmal ein Let's Play weniger machen. Wenn der 17er draußen ist, werde ich auch erstmal ein Let's Play weniger machen, weil es ja bis jetzt, oder anfangs wird es ja nur zwei Karten geben, ne? Da sind wir uns ja alle einig. Und ich kann ja nicht zwei Let's Plays, also auf jeder Karte eins machen. Also ich will eine Karte für den Stream haben und eine Karte für ein Let's Play. Und ja. Der New Holland muss aufgefüllt werden? Wow, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er so viel braucht. Ich fahre hier übrigens gerade super beschissen, ne? Ich fahre hier echt gerade super beschissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein cooler Mix. Muss ich mir mal ganz kurz merken, weil da ist ein ziemlich geiler Song drin. Wer ist das? Den muss ich mal liken. Mag ich. Ich finde insgesamt bis jetzt, ich glaube, ich habe einen neuen Kanal gefunden, der cool ist. Feel the Sounds heißt der, glaube ich. Ich glaube, da war keine Werbung bis jetzt. Das hat mir gerade sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe da jetzt gerade so einen richtig coolen Song auf den Ohren. So, auch so ein bisschen oldschool. Ich weiß gar nicht, wie das Lied heißt. Aber ich kenn's. Und ich feier's gerade. Ist das Child von... Ihr könnt es natürlich nicht beurteilen, tut mir leid, weil ihr hört es nicht, aber ich... Ich denke gerade darüber nach. So, einmal um Pott gefahren. Sehr schön. Um dann festzustellen. Jo. Also so geht das, ne? So, Abfahrer einstellen. Tschüss. So, Deutz Aggro hängt fest, weil der New Holland hier rumsteht.
Warum steht Ernie hier rum? Opfer entlassen. Weil du nicht genügend Dünger dabei hattest. Warum hattest du denn nicht genügend Dünger dabei, Ernie? Was ist denn da los? Müssen wir denn mal Dünger holen, wa? Eine Ladung. Eine Ladung Dünger. Die Ladung Dünger hole ich unten beim bei uns zu Hause. Da fahre ich jetzt nicht extra zum Gartencenter. Wir fahren aber wieder von innen. Zack. Miau. Echt cool, die Mucke. Die werden heute Abend im Stream, kommt die auch ran. Ja. Die kommt auf jeden Fall rein. Sehr schön. Da hören wir auch heute Abend auf jeden Fall mal rein. Also im Stream, ja. Jetzt Samstag muss es aufnehmen. Blablabla. Aber vielleicht haue ich, wenn ich dran denke, aber ich werde bestimmt nicht dran denken. Wenn ich versuche dran zu denken, haue ich mal in die Beschreibung einen Link. Vielleicht. Wenn ich es nicht getan habe, schreibt es in die Kommentare, dass ihr wissen wollt, ey Tizi, was das für Mucke gehört. Dann gebe ich euch auf jeden Fall einen Link. Aber ich glaube, ich werde das eh vergessen, das in die Beschreibung reinzuschreiben. Aber wahrscheinlich werde ich für diese Folge die Beschreibung eh irgendwann in der Woche machen oder so. Wir können auch gleich mal tanken, ne? So wie der Tank aussieht. Zack. So, meine Freunde, das war's auch wieder mit dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs Einschalten, Zuschalten, Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne noch ein Like da, beziehungsweise ein Abo, falls du meinem Channel noch nicht abonniert hast.